Hi Leute und herzlich willkommen zu Mass Effect Andromeda. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. Habe ewig drauf gewartet und ja. Wir fangen gleich an, aber ich werde die Charaktererstellung doch mal überspringen, weil ich denke mal, das ist jetzt nicht ganz interessant, wie ich mir da einen Charakter zusammengrübel. Also das Endergebnis werde ich euch zeigen, aber die Erstellung wird wohl zu langweilig. Bis gleich. Ja, war normal halt. Ja. So. Dann haben wir jetzt unseren Rider. Das ist cool. Bin auch mal gespannt, wie das jetzt hier so losgeht. Also ich hoffe, es ist gut. Und er lädt. Schon wieder. Können wir vielleicht gleich mal starten? Oh, es geht los. Electronic Arts präsentiert. Eine BioWare-Produktion. Jeder bedeutende Moment unserer Geschichte begann mit einem Traum. Hinter jeder großen Errungenschaft stehen Menschen, die bereit waren, alles dafür zu geben. Wir alle lassen unsere Familien zurück, unser Zuhause, den Geburtsort unserer Spezies. Einige streben nach der Entdeckung des Unbekannten, andere suchen nach einem Neubeginn. Doch welche Gründe wir auch haben, heute machen wir den ersten Schritt in eine neue Zukunft für die Menschheit. Heute beginnen wir, unseren Traum wahr werden zu lassen. Ist das ein geiles Schiff. Boah. Im Jahr 2185 lebt die Menschheit in einem goldenen Zeitalter im Raumfahrt. Unsere Entdeckung uralter außerirdischer Ruine auf dem Mars brachte unsere wissenschaftlichen und technologischen Kenntnisse um Jahrtausende nach vorne. Während viele die neuen Freiheiten und Herausforderungen bei der Erkundung der Milchstraße ausleben, drängt es noch andere zu weit entfernteren Sternen. Für die 100.000 Abenteuer, die diese Reise ohne Wiederkehr antreten, beginnt heute der Tag. Mass Effect Andromeda. Oh, geil! Ich finde es auch immer so geil, wie die aufhören, so plupp. 634 Jahre später. Datum 0 Stunden, 0 Tage. Hyperion. 20.000 menschliche Kolonisten. Da an Bord. Andromeda Galaxie. Zielort Habitat 7. Habitat 7 im Helios Cluster. Yeah, geil. Oh, da sind wir. Wir sind da. Tief durchatmen. Gehen Sie es langsam an. 600 Jahre langsam angehen reichen. Ryder, Aufklärungsexperte, Pathfinder-Missionsteam. Pathfinder-Team, diese Leute suchen uns eine Heimat. Wie wär's mit was Tropischem? Warmes Meer, das ganze Jahr über Sommer. Wollen wir ihm nicht erstmal einen Kaffee holen?
Haha, das war gut. Lass mich jetzt mal wach werden, Leute. Jetzt auf den ersten Blick kann ich das nicht verstehen, wenn Leute sagen, die Animationen der Gesichter sind schlecht. Die Andromeda-Initiative sind die wirklich gut? Hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Oh, Ryder, hello. Mal sehen, wie es Ihnen geht. Hierhin sehen. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Bei Ihnen klingt das alles so einfach, nicht wahr? Rational, logisch, zwanglos, professionell. Ah, okay. Ich hoffe, das wird es nicht. Ich will erst mal Abenteuer erleben. Nun, Ihr Wunsch könnte in Erfüllung gehen. Ja? Jetzt hierhin. Der Pathfinder will Sie alle sofort auf den Beinen sehen. Missionsbereit in einer Stunde. Wissen Sie warum? Nein. Aber ich schätze, da kommen Ihre Abenteuer ins Spiel. Okay, alles in Ordnung. Nur eine Sache noch, bevor ich Sie entlasse. Testen wir Ihr Sam-Implantat. Sam, überwachst du alles? Sam, bist du online? Ja, Dr. Tipero. Guten Morgen, Ryder. Fühlen Sie sich gut? Ich bin bereit. Bestätige. Ich registriere einen erhöhten Adrenalinspiegel. Das Neuralimplantat funktioniert einwandfrei. Koffein hat mich schon immer aufgeputscht. Wir sind fertig. Sie können jetzt los. Andromeda Initiative. Außer Sie möchten noch bleiben, bis wir Ihre Schwester aufgeweckt haben. Es hilft immer ein vertrautes... Das klingt gar nicht gut. Ui. Ich hab... Was ist das? Kann mir bitte einer erklären, wie das passieren konnte? Dass man so ein großes Ding übersieht. Vorsicht, was ist hier los? Festhalten! Maschinenraum, Bericht! Okay. Auf der Kryostation ist die Schwerkraft ausgefallen. Ach, pass auf die Spritze auf! Ich bin so gut wie drin! Halten Sie durch! Los. Cora hier, ich bin auf der Kryostation. Ich setze das System zurück. Warum ist man da? Ich denke schon. Was war das? Wissen wir nicht, die Sensoren sind gestört. Aber es ist schön, Sie zu sehen. Nach all diesen Jahrhunderten... Hier spricht der Pathfinder. Missionsteams, setzen Sie die Vorbereitungen fort. Cora, Riders, auf die Brücke. Sie haben ihn gehört, wir haben hier ein Problem. Bei Sarah Ryder... Oh nein. Meine Schwester. Was ist los? Weiß ich nicht. Ich muss mir das erst ansehen. Sind die Dichtungen beschädigt? Nein. So. Ryder. Geht es meiner Schwester gut? Sarah ist okay. Ihre Vitalwerte sind bestens, aber der Wiederbelebungsvorgang wurde unterbrochen. Und wann kann sie aufwachen? Wir wollen nichts überstürzen. Sam? Meine Verbindung zu Sarahs Implantat wurde unterbrochen, aber ihr Puls, ihre Atmung und Hirnaktivität sind völlig normal. Um sicher zu gehen, behalten wir sie noch eine Weile im Koma und lassen ihren Körper dann auf natürliche Weise das Bewusstsein wiedererlangen. Sie schafft das schon. Freut mich, das zu hören. Danke, Lexi. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Ich warte an gut. der Tür auf Sie, Ryder. Ich kann schon sagen, ich kann noch nicht direkt zu Anbeginn des Spiels Schwester hier verlieren. Der Gravitationsverlust bedeutet... Hey. Schön, Sie zu sehen, Ryder. Okay, Mann. Sind Sie bereit? Die Reservezeuge haben sich auch schon weiterentwickelt. Wow. Was auch immer die Arche getroffen hat, hat alles gegrillt. Wir
müssen die Energielast ausgleichen, sonst könnte es zu einer Explosion kommen. Aber wir wissen nicht, wo der Defekt ist. Ryder könnte ihn finden. Er hat einen Scanner. Schnell, Ryder, setzen Sie ihn ein, um den Defekt zu lokalisieren. Bin schon dabei. Ich werde versuchen, Daten über die zweite Leitung zu erhalten. Hey, du kümmerst dich hier um. Ich überbrücke das Sicherheitssystem. Alles klar. Dieses Element funktioniert einwandfrei. Irgendwo muss der Defekt doch sein. Die Energiewerfer steigen weiter an. Ich versuche, den Kompensator hochzufahren. Ryder, versuchen Sie, die ganze Leitung zu scannen. Sie müssen den Defekt finden. Ja, ich bin dabei. Schon. Beeilung, komm Ryder. Schon. Suchen Sie nach dem Defekt. Ich schaff's nicht, die Schaltkreise zu setzen. Es gibt keine Hinweise auf einen Defekt in dieser Komponente. Suchen Sie weiter. Relais 2C weist Beschädigungen durch eine Temperaturspitze auf. Okay. Ich hab das Problem gefunden. Ein defektes Relais. So, ich hab irgendwas unterbrochen. Also das ist... Ryder, könnten Sie das System zurücksetzen? Ja, ich denk mal. Machen wir mal ein Override hier. Das war's. Es wurde zurückgesetzt. Ich leite die Energie jetzt um. Und? Es klappt. Wir sind im grünen Bereich. Ein Glück. Das hätte für jeden auf der Kryostation das Ende bedeuten können. Oh, meine Güte. Leute. Gute Arbeit, Ryder. Jetzt können wir uns auf den Weg zur Bahn machen. Okay. Weiter geht's. Das war knapp. Wir sind gerade erst in Andromeda angekommen und stecken schon in Schwierigkeiten. Das Abenteuer beginnt. Ich bin mir nicht sicher, ob Ihr Vater das auch so sehen wird. Na komm, Cora. Also dann, bringen Sie uns mal zur Brücke. Und los. Und ab geht die Bahn. Yay. So. Steuerkontrolle, Bericht. Wir driften. Die Flugsteuerung reagiert nicht. Wir müssen die Energieversorgung stabilisieren. Hauptenergie ist ausgefallen. Wir laufen auf den letzten Reserven. Unsere Position? Unbekannt, die Telemetrie ist defekt. Sam, wir brauchen mehr Daten. Ich kalibriere das Sensorgitter. Papi, bist du das? Sie sind zwar der Pathfinder, aber das ist mein Schiff. Das Protokoll ist eindeutig, Captain. Besteht kein Kontakt zu Nexus oder den anderen Archen, begeben wir uns zur vorgesehenen goldenen Welt, auf festen Boden. Falls es sie überhaupt gibt. Niemand hat irgendetwas von einer Energiewolke gesagt. Oder womit auch immer wir es hier zu tun haben. So keine Energiewolke. Alec, ich muss die Schäden einschätzen und Reparaturen einleiten. Wir haben 20.000 schlafende Menschen an Bord. Geben wir ihnen die Chance aufzuwachen. Was denken Sie? Fester Boden, das ist, Mein Vater hat nicht ganz Unrecht. Fester Boden klingt im Moment ziemlich gut. Ja, ziemlich aber... Ziemlich gut. Ist nicht gut genug. Ja, Sir. Wir kommen raus! Mein Gott. Wow. Ist das unsere goldene Welt? Das ist Habitat 7, die neue Erde, wenn wir Glück haben. Sieht mir nicht gerade so freundlich aus. Alle unsere Langstreckenscans haben sie als die perfekte Welt für eine Besiedlung ausgewiesen. So sieht sie aber nicht aus. Wir wissen nicht, wie schlimm es ist. Sie ist immer noch unsere beste Chance. Mag sein, aber es steht viel auf dem Spiel. Sam? Die Energie des Phänomens stört unsere Sensoren. Planetare Bedingungen sind unbekannt. Oh. Wir sind havariert und treiben mit 20.000 Seelen durchs All. Wenn uns die Energie ausgeht, wir müssen wissen, ob wir dort leben können. Und wenn nicht? Dann muss ich als Pathfinder eine Alternative finden. Dafür wurden wir ausgebildet. Aber mit etwas Glück sind wir schon zu Hause.
Gut, aber beeilen Sie sich. Harper, der Rest des Teams sollte jetzt wach sein. Lassen Sie zwei Shuttles bereit machen. Wir starten in 30 Minuten. Ja, Sir. Er ist dickköpfig, nicht wahr? Er ist besorgt. Auf seine Art. Geben Sie ihm eine Chance. Sie haben recht. Er ist unser Pathfinder. Wenn das hier schief geht, brauchen wir ihn mehr als je zuvor. Okay, jetzt sehe ich, was Sie meinten. Ich brauche den Status der Reparaturen. Ohne Sensoren sind wir blind. Ah, naja, das wird das Spiel nicht ganz so schlimm machen. Okay. Sarah wird's hassen, dass sie das hier verpasst. Sind alle Riders Adrenalin-Junkies? Ich schätze, es liegt uns im Blut. Sie kam eine Minute vor mir auf die Welt. Sie konnte es nicht erwarten. Nur keine Sorge. Ich bin mir sicher, sie kommt durch. Ja. Und sie wird Geschichten hören wollen. Also gehen wir da raus und erleben welche. Wird gemacht. Okay. Schöne Sie Rüstung. Sollten ihren Helm holen. Und machen Sie vielleicht nochmal am Glückstein halt, bevor wir auf... Als Mitglied des Pathfinder-Teams spielen eine entscheidende Rolle bei bla bla bla. Bei Bemühungen der Andromeda-Initiative, sich in der neuen Galaxie zu etablieren, das Team muss drei Rechnungsposten stellen. Status Verifizierung goldener Welten, Aufklärung und Kartografierung unbekannter Gebiete, Planeten und Himmelskörper, wissenschaftliche Analysen und Entdeckung neuer Phänomene, potenzieller Erstkontakt mit Fremdspezies, Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Einheimischen, aktuelle Unterstützung von Siedlungen, allgemeine Unterstützung von Siedlungen und Außenposten. Ja, also. Am was? Ein alter Aberglaube ihres Vaters. Da hinten ist der Helm. Was haben wir hier? Noch ein Datenkopf. Achso, ne. Ruinieren Sie uns jetzt die Party? Tut mir leid. Ja. Erledigt. Sehr schön. Der Pathfinder wünscht außerdem, dass Sie sich bewaffnen. Ich habe den Waffenschrank geöffnet. Rechnen wir mit Problemen, Sam? Es ist lediglich eine Vorsichtsmaßnahme. Bitte bewaffnen Sie sich, Ryder. Sir Ryder. Alice. Auf Deck 3. Ja, Malian Einschwind. Eine M3 Predator. Ich hoffe, ich werde das Ding nicht brauchen. Man weiß nie. Gehen wir jetzt zu den Shuttles. Durchhalten, Sarah. Ja, durchhalten. Wir schaffen das. So. Dann bevor es jetzt auf die Welt geht, das wird dann im nächsten Part sein. Ab da wird es dann richtig abgehen hier. Und ja. Bis dahin, ciao und bis zum nächsten Mal.